Leute, es ist soweit. Der Kuori ist da. Das neue Gewässer, das neu überarbeitete Gewässer in Russian Fishing 4. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Also ihr Lieben, legen wir los. Gerade eingeloggt. Es ist viel zu früh, kurz vor 12. Und ich bin gerade aufgestanden und habe mir gedacht, Alter, erstmal sofort reingucken, was es denn jetzt so gibt hier. Es war ja gestern schon angekündigt, Server-Neustart, Fischmigration, alles neu. Und ja, wir sehen, nach 4 Stunden Arbeit wurde das Gewässer jetzt komplett überarbeitet für uns hier released. Wir sind, ich glaube, alle mächtig gespannt, was man denn hier so fangen kann und wie das jetzt alles aufgebaut ist. Schauen wir mal als erstes ins Angelgeschäft mit rein, ob es irgendwas Neues gibt. Sieht aber nicht so aus, ist nichts unter neu irgendwie markiert. Gucken wir mal direkt als erstes unter, na gut, bei den Angelrouten einmal durchscrollen. Da gibt es ein paar Prozente. Keine neuen Angelrouten, Kunstköder. Auch immer ganz wichtig, gibt es da etwas Neues? Aber auch da gibt es nichts Neues. Das heißt also, es ist tatsächlich, oder es bezieht sich alles tatsächlich nur komplett aufs Gewässer. Ja, und wir sehen hier in der City die altbekannten Gebäude von der Verwaltung. Was haben wir hier oben? Die Werkstatt, genau, so die Klassiker. Zack. Werkzeugladen, dann haben wir hier den Fischmarkt, die Molkerei nach wie vor, was haben wir hier, Kala Wodka, sehr gut, haufenweise Wodka, Alter, da muss aber, Alter, 169 Silber für 2 Portionen und 1900? Kleiner Familienbetrieb? 12 Pullen ehrenhafter Premium Small Batched Wodka? Nee. Na komm, Leute. Es ist doch nur Wodka. Wahnsinn. Der muss aber ordentlich Bonus geben. Alter, auch sehr schick gemacht. Guck mal da! Kleine Fischis haben sie reingebracht, dekomäßig. Dekomäßig? Safe dekomäßig. Leute, es sieht geil aus. Es sieht geil aus. Das ist richtig schick gemacht. Einfach mal neu kreiert hier vom Wasser. Das gucken wir uns gleich am Tag mal wieder an. Gehen wir erstmal noch ein bisschen weiter hier. Abgefahren. Sehr nice gemacht, sehr, ja, deutlich natürlicher. Deutlich natürlicher, nicht wie damals die ersten Gewässer, die man eben auch noch kennt, so statisch und relativ zusammengesetzt, so baukastenmäßig, sondern das ist alles wesentlich natürlicher. Genau, einfach mal das Gras auch aus der Erde kommen lassen und nicht das Gras, wie es halt so, ne, wie man setzen kann, oben drauf gesetzt und es fliegt so oben drüber. Sehr, sehr, sehr cool. Einfach mehr Skill beim Kreieren. Was haben wir hier? Kaufen? Vorschau. Ah, wir gucken uns gleich mal die Patch Notes an. Also, ein weiteres Haus ist mit drin. Platz für Artikel. Ehre. Ach, sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal eben die Patch Notes an. Gibt es denn da irgendwo noch was Besonderes? Schauen wir mal eben kurz rein. Überarbeitung des Kuoris wurde im Spiel eingefügt, genau. Da haben wir es, ein Spielerhaus ist jetzt
am Kuori verfügbar. Nach dem Kauf des Hauses ist die Reise zum Kuori kostenlos. Hm, schon mal nicht schlecht. Das durchschnittliche Gewicht, Durchschnittstrophäengewicht des Kuorski-Saiblings wurde erhöht. Der Kuorski also als Trophäe erhöht, also mit Sicherheit auch das Trophy-Gewicht dann dementsprechend angepasst. Ich habe gerade schon reingelunkert, es wurden schon Monster gefangen. Wir gucken gleich direkt nochmal rein. Trophäensortiment beim Tierpräparator Mosquito wurde erhöht, genau. Für Premium-Abonnenten wurde die Kapazität des Cachers und anderer Speichermöglichkeiten um die Hälfte erhöht. Okay, ist jetzt hier gerade nicht möglich. Das heißt, der Cacher sollte 150 jetzt packen. Premium-Abonnenten können jetzt Aufträge aus dem Café gewässerübergreifend einsehen, ohne reisen zu müssen. Okay. Der Windeffektregler ist wieder da. Das ist gut, dass man das ausstellen kann, weil manchmal spackt und wackelt hier alles so ein bisschen rum. Gucken wir mal, wie das jetzt ist. Neue Grafikversion ist drin. Behoben wurden wir, Karpfen und Kochen. In der Werkstatt waren die Kosten für den Austausch der Spule bei den Variationen der Wenger 10.000 unterschiedlich. Okay. Seriennummer auf der 7-Jet, wurde nicht angezeigt. Wichtig. Einige Fischarten ändern sich einzigartig leicht. Kleid. Ah, okay. Wenn eine Trophäe im Haus des Spielers platziert wurde. Okay, alles klar. Also, das waren so kleine Fehler. Genau. Ja, ansonsten happy, happy, freu, freu. Petri, ihr Lümmels, heißt es. Und rein in den Lachs. Gehen wir mal wieder raus und schauen uns an, was wir denn für Fische am Gewässer haben. Gucken wir mal direkt rein. Bachforelle steht noch aus. Kuori-Fältchen gibt's, das ist ja niedlich. Kuori-Fältchen, Pelletmarine, Regenbogenforelle ist drin. Kuorski natürlich. Und Sumpfelritze. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie und was oder wie schwer muss er jetzt werden? 2017 wurde schon fast 40 Kilo gefangen. Das ist dann mit Sicherheit alles super Trophy. Wie schwer wird dann die Trophy, ist die große Frage. Bin ich gespannt. Hechte auch sehr wichtig. Wurde auch noch nichts gefangen. Also, schauen wir uns das Ganze gleich mal an am Tag. Beziehungsweise, ich würde sagen, wir machen uns vielleicht jetzt schon mal eine Runde ans Schleppen. Und wir gucken aber vorher nochmal in die Kaffeeaufträge. Hier ist jetzt das Café. Sehr schön. Und was wir jetzt hier an der Seite sehen, Moskitosee, mal eben reingucken. Oh, nichts Spannendes drin. Zum Windenbach, mal eben schnell den Don Kaulbarsch rausziehen. Ehre, selbstverständlich. Okay, ist überall ein Schloss vorne. Oder auch da, absolut praktisch. Mal eben gucken, Alter, sind gerade die Hechtaufträge drin? Können wir mal eben hier 2x3 Kilo Hecht ziehen, 100 Silber abkassieren. Easy. Alles klar. Also, schon ganz praktisch. Hier war der nächste. Am Belaya. Okay, Belaya lassen wir weg. Aber Ladoga, Hechtaufträge, Klotzsaibling. Geil, Alter. Kann man mal eben gucken, wo man als nächstes gut Kohle machen kann mit den Kaffeeaufträgen. Sehr, sehr nice. Ja, wie das jetzt aussieht vom Gewässer. Ich würde sagen, wir schnappen uns mal das Boot und brettern einmal quer über den See. Und ja, immer noch alles nach wie vor. Und dann schauen wir mal, wie das hier so aussieht, wenn es gleich hell wird und wenn die Sonne aufgeht. Ich packe mir mal mein Angelset zusammen und dann ab ins Boot. So, eben alles zusammengepackt. Schnappen wir uns das Ticket. Erstmal den Sound wieder runterdrehen. Und wir setzen erstmal ein bisschen zurück. Und schauen uns das Ganze hier an. Ach, sehr gut. So, und jetzt müssen wir natürlich auch erstmal direkt die Karte aufmachen. Ich habe das Gefühl, dass es größer geworden ist. Oder ist die Insel kleiner? Es ist so weit weg. Oder ich war einfach schon lange nicht mehr hier. Wo ist die Insel?
Ist die Insel weg? Alter, da hinten. Da ist die Insel. Na, gucke mal da. Gucke mal da, Alter. Also, wir haben jetzt hier zwei Schniepis und einen großen. Doch deutlich, also doch deutlich anders geformt. Hier hinten ist so ein Ausfluss sozusagen. Da geht es dann wieder raus. Also Wassertexturen und so sieht schon ganz geil aus. Deutlich lebendiger auch hier das Ganze. Brettern wir mal eben schnell rüber. Ja, dann haben wir hier so kleine Nischen. Sehr gut. So muss das. Und hier drüben ist ja dann nochmal interessant. Also bis dahin scheint man laufen zu können. Ja, auch nicht schlecht. So ein bisschen so Totholzsituation und sowas. Immer wieder praktisch. Aber bis hier alles frei. Und gucken wir mal von den Gewässertiefen. Dann haben wir jetzt hier eine große Stelle. Ein 15 Meter Loch. Dann geht es hier ins 10er, 7,5er. Also ganz variabel. Ganz andere Situation jetzt hier. Mega. Zwar schon auch wieder so ein bisschen rundkursmäßig, was man hier abbrettern könnte. Aber nochmal deutlich tiefer hier auch an den Stellen. Schön. Ganz unterschiedlich gemacht. Ein paar Untiefen dann zwischendrin. Auf 2 Meter so zwischendurch mal wieder wild. Ich sag mal so, fürs Jiggen könnte es auch hier wieder ein bisschen schwierig werden. Wenn man so einmal quer über die ganzen Löcher jiggt, ist es ja immer meist ein bisschen schwierig. Ich hau schon mal die Köder raus, wenn ich hier so lang bretter. Fangen wir mal an mit Crank. Nehmen wir mal einen Crank. Nehmen wir mal einen Crank in... Ja, nehmen wir mal einen orangenen Crank. Ballern den raus. Bremse machen wir erstmal auf entspannt. Zweite Rute. Ah, sehr schön. Auch ringsherum, ne? Immer wieder, wisst ihr ja auch im Stream, habe ich immer wieder gesagt, Alter, ringsherum, Alten, das sieht aus hier, als ob du da irgendwo einen, weiß nicht, in einem Aquarium sitzt, ringsherum alles kahl. Deutlich besser. So, und dann nehmen wir vielleicht noch einen Minnow. Oder was gibt's noch? Einen zweiten Köder. Oder einfach noch auf den Blinker. Ne, Blinker können wir als drittes auf der dritten Route machen. Dodger Crank. Und wir nehmen übertrieben hier einen Snatcher, Alter. Gehen wir mal mit den gleichen Farben dran. Zack. Gehen wir auf Koori-Farbe, Kuorski-Farbe. Und legen schon mal los. So. Ich höre da ein paar Möwen rumzwitschern. Sehr gut. Irgendwo kreischt hier eine Möwe. So, als drittes gehen wir erstmal ganz fein ran. Und zwar mit einem guten Spinner. So. Ja. Sehr schön. Also, hier haben wir auch den im Video schon gesehenen Baum. Und da kommt schon der erste Biss. Hoppala. Erstmal den Barsch. Siehste, ist der erste Fisch ein Barsch? Den Rest könnt ihr in die Kommentare schreiben. So, zack. Das ist natürlich die, ich habe sofort auch Jiggen im Sinn gehabt. Guck mal hier, 15 Meter Loch und da geht auch schon was rein. Auf dem Crank. Alter Falter. Ich bin jetzt hier relativ fein noch unterwegs. 19 Kilo als Hauptschnur bzw. als Vorfach. Und ihr seht, der Barsch, der lübt. Also, wir haben ein neues Barschgewisser, ein neues altes. Der Barsch immer noch Main. So, gucken wir mal, was da hinten kommt. Und wir sehen da hinten auch schon 2, 1, waren das nicht 2? Da,
zwei kleinere Inseln im Wasser. Und auch hier müssen wir nochmal eben am Ufer gucken. Aber doch da muss ich mal eben hinbrettern. Die große Frage, gibt es die Möglichkeit, hier hinten irgendwie anzulanden? Mal eben rausziehen. Was haben wir da? Kollege Hecht, sehr schön. Also, die wichtigsten Angstgegner, die haben wir schon. Gibt es eine Möglichkeit, hier raus zu hüppen? Ab wo wird man zurückgedotzt? Ne, also da wird man schon ab. Prallt man schon ab. Hier auch deutlich. Also keine Möglichkeit. Wie sieht es hier aus? Gibt es hier die Möglichkeit? Das sah, glaube ich, an der Übersicht so ein bisschen so aus. Das wäre natürlich nice. Wenn man sich hier hinstellen könnte. Ne. Keine Möglichkeit aufzustehen. Oder hier auf den kleinen Inseln. Nee, ne? Nee, leider nicht. Also, brettern wir mal weiter nach ganz hinten durch. Da, wo wir hier, oder wo das Gewässer gespeist wird. Und in der Zwischenzeit ziehen wir nochmal ein bisschen was raus. Diesmal jetzt hier auf dem Crank. Auf dem Snatcher. Sehr schön. Und der Snatcher bringt das erste Mal einen Saibling. Vielleicht bekomme ich ja tatsächlich jetzt mal meine Saiblingstrophy an dem Gewässer. Das wäre doch der Hammer, oder? So, alle Schnüre schön überschnitten. Damit sich das auf jeden Fall auch hier schön vertüdelt. Und da geht der nächste rein. Und der geht deutlich mehr rein. Sehr gut. Ah, aber sehr schön. Auch mit den Spiegelungen im Wasser und sowas. Sieht schon alles deutlich organischer aus. Da geht einer so ein bisschen in die Bremse, in die Leichte. Der hat etwas Bock. Sehr schön. Und da glitzert auch schon ein bisschen was im Wasser. Gut zu erkennen. Komm ran hier, Algen. Kleiner Seesaibling, sehr schön. So, und jetzt kommen wir hier in den Bereich, auch wieder der neu gestaltet ist, die klassische gute alte Hechtecke überarbeitet. Wir machen mal wieder ein bisschen leiser, ist ja nicht auszuhalten. Oh, da gibt es eine kleine Brücke. Sweet! Nice, sehr schick gemacht. Sehr schick gemacht. Eieiei. Und der nächste bis hier. Also, der kleine Crank scheint schon die guten Klassiker anzuziehen. Und da geht's weiter. Eine klassische Sefo. Super flach hier. Alter. Man kann richtig runter gucken. Eieiei. Und irgendwo gegenbrettern. Aber hier können wir doch bestimmt aussteigen, oder? Ja. Hier können wir aussteigen. Mega. Oh, sehr schön. Sehr, sehr gut. Und dann hier in Richtung 13 Meter. Okay, da ist natürlich jetzt hier der kleine Spinner nur dran. Und da kommt aber schon der erste Fisch. Man sieht, wie er hier ankommt, wie er generiert wird. Mega. Wir nehmen mal direkt Hashtag 4, einen 12 Gramm. Nehmen wir mal hier die großen. Kann man hier ein bisschen tiefer. Und wir ziehen einfach mal hier durch. 12 Gramm. Schön schnell, 45er. Und dann gucken wir mal, ob auch die Spinner funktionieren, die ja sonst eigentlich bis jetzt nur am Yama funktioniert haben.
sonst alle relativ sinnlos waren. Das ist ja auch meine große Hoffnung, dass einfach wieder Köder aktiviert werden, die sonst eigentlich einfach keine Daseinsberechtigung hatten. Die waren da, man hat sie sich gekauft, sie haben nie irgendwie was gebracht. Es sind immer quasi die Handvoll an gleichen Ködern, die irgendwie funktionieren. Aber die man eben sonst auch noch so rumliegen hat, leider alle nicht. Mal irgendwelche Blinker hier. Wild, ey. Ja, aber im Großen und Ganzen, ihr seht, es ist einfach geiler, ne? Die Wassersituation, wie es einfach runtergeht, also es wird flacher, von den Strukturen her ganz geil gemacht. Mega gut, ey. Ich freue mich drauf. Ich würde sagen, wir gehen einfach heute schön noch ab in den Livestream, gucken uns das natürlich an, machen hier direkt ein paar Turniere auf Regenbogenforelle und sowas. Und zack. Da geht auch einer rein. Auch wieder die Sefo. Nehmen wir mal irgendwas Buntes. Alter, es macht schon Bock. Und man hat halt sofort wieder das Feeling, neues Gewässer erkunden. Auch wenn es quasi ein altes Gewässer ist. Aber so, wie sich dann jetzt hier der Kuori präsentiert. Und man muss auch sagen, so wie sich jetzt hier RF4 präsentiert mit diesen neuen Möglichkeiten oder mit der neuen Optik. Auch das ist gut. Kann man nicht einfach nicht anders sagen. Das ist wirklich... Zack, das ist wirklich modern, das ist auf dem neueren Stand halt, ne? Sehr schön. Also, ich werde hier weiter rumprobieren. Ich glaube, da vorne war sogar noch irgendwo was dran, wenn mich nicht alles täuscht. Ha, da war sogar noch einer dran, den nehmen wir natürlich auch noch schnell mit. Am Snatcher. Und dann mal eben rausziehen hier den Brocken. Bin ich ja echt gespannt. Da, globaler Wochenrekord, Seesaibling Kuorski, 22 Kilo. Alter, was haben wir hier? Oh, schöne, fette, europäische Esche. 2 Kilo, kann sich sehen lassen. Ich glaube, ich werde gleich erstmal hier ein bisschen rumprobieren. An der Stelle, sieht schon einfach gut aus. Man ist schön mittig drin hier und kann dann hier auch die Bereiche abangeln. Die Fische kommen nicht so weit weg. Ne, man kann die hier schön in den Kurven, kann man die drillen. Perfekt. Ihr Lümmels, Petri, Daumen da lassen, wenn das Ganze gefallen hat, den Kanal abonnieren und dann vorbeikommen im Livestream montags, mittwochs und freitags live auf Twitch. Wir sehen uns am Kuori.